herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich, hat der Penner der Swamo Andrzej, Namen, die man nicht aussprechen kann, darum sagen alle Andi zu mir. Endlich hat das Arschloch sich die Haare geschnitten. Dieser verdammte Pole, dieser verdammte Jude auch noch dazu. Also, diese Polacke, diese... So, Leute, so fängt das Intro bei mir an. So, herzlich willkommen. Also, wir machen jetzt mal ein cooles Video. Und zwar, es ist eine neue Reihe, die ich, hat mir ein Kumpel vorgeschlagen, der sagt, ach komm, du bist ja sowieso so, wie du bist. Und ja, das Videotitel schon sagt, Andi Wiki, kratzt sich an der Nase, nein. Andi Wiki macht. Ne? Also. Was macht er? Er macht heute mal den Antrag für endlich die Ausbildung zum Justizfachwirt. Aber vielleicht machen das andere auch oder wollen das machen und leben in Bayern und dann können sie halt zugucken, wie man es macht. Ne? Also ganz einfach. Ihr scrollt nach unten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Vollzugdienst in der Justiz. Lieber nicht. Das sind die ganzen Schwerverbrecher. Und das Problem ist, ich kann den Leuten nicht zeigen, wie sie es richtig machen bei den Schwerverbrechern, weil Problem ist, wir leben in einem Luciferaner-System, okay? Und die Leute verstehen das nicht, dass ich mal da tot war und da oben in der höheren Ebene in Sphären und in Multi- und Super-Edition Andi wurde und die Erfahrungen gesammelt habe mit Strafleuten. Ja, ich habe durch reinen Zufall immer wieder Glück gehabt, vom Hashem gegeben, weil er so lieb ist und ewig ist halt ewig, echte Leute kennenzulernen, die Strafverwalter waren, so 6 Jahre im Gefängnis, 8 Jahre, 10 Jahre, und keiner von denen hat mich je umgebracht, die haben mich geliebt, ne, wirklich, und ich werde der Allerbeste für die Vollzugdienste der Beamten. Ich werde Super Edition weltweit, deutschlandweit. Aber ich so, naja, ich bin ja aber auch ein Mischling. Also ich gehe ja die Sith-Methoden, also wir machen das noch fantasiemäßiger. Vampir-Methoden, Werwolf-Methoden, Dämonen, Engel, Super Edition, super, 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 super. Und wenn du Super Edition bist, dann weißt du halt einfach, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Dann weißt du von aller, von zu aller, also vor aller, vor aller, von aller, aller, allerersten Methode, weißt du, das sind Menschen. Ne? First, das sind Menschen. Und das machen, vergessen halt meistens die Leute. Aber wir gehen dann in einen anderen Bereich, Verwaltung und Justiz. Da wollte ich schon mal immer hin. Aber es gab früher das nicht. Nicht in diesem Konzept und jetzt sind wir da. Okay, also jeder ist Online-Austrag Ausbildung ausfüllen, Online-Antrag Ausbildung, Auswahlverfahren für den Einstieg in der zweiten Qualifikation mit nicht technischer Bereich. Lesen wir uns mal ganz vor, dann erkläre ich euch einiges und ja, ich weiß nicht, ob die mich nehmen werden, weil ich habe halt durch meine 16 Jahre Epilepsie bin ich immer diskriminiert worden und das ist halt normal. Und ich habe es viel schwerer wie andere, weil ich durch meine epileptischen Anfälle und durch meine Super Edition Akte super war auch gehasst werde. Und erst wenn die Leute mich kennenlernen, merken sie, wow, das ist Super Edition, das ist der Ausweg, das ist Super Messias, Super Edition, du bist, nein, ich will das gar nicht euer Messias sein, ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden und ein Baby, sondern lernen, okay? Wichtig, das war ab, für einen Akkus erst an deine erfolgreiche Mittel, wenn nach dem Absenden im Button wird Pose, ja klar, das wissen wir, ich als Webdesigner, meine Güte. So, bei der Schule haben noch ein Schulleistung und ein Stück Bedachung ist für eine Anwendung zum Ausverwalten. Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch ganz wichtig, das mal unten zu verstehen, falls für Sie aufgrund Ihrer schulischen Vorbildung auch ein duales Studium mit Einstieg in der dritten Qualifikation nehmen für gehoben. Auch wenn das so wäre, dann könnte man hier. Na, aber haben wir nicht. Wir haben das schon richtig, das ist Q2.
Und jetzt passt das mal. So. Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen Informationen. Das habe ich alles durchgelesen. Alles doppelt. Mein Gott, bin ich gut. So, so. Und jetzt geht es zum Antrag natürlich. Ich habe mir das vorher alles durchgelesen. Extra mache ich dieses Video für euch. Für euch! Und dann die Macht. Und eine neue Serie von Video. Nimmst du die ganzen Drogen? Ein Kumpel zu mir lernt mich länger kennen und so, scheiße, du bist ja schon so krass drauf, Super Edition ohne. Was meinst du, wenn die in dir Drogen geben werden? Dann ich so, lieber nicht, dann wäre ich Kartellbesitzer aller Kartelle und Super Edition, super! Zum Antrag als gilt. Los! Ich liebe es halt, wenn Menschen Vorurteile haben. No? Und damals war ich nicht so, aber dann halt gestorben, wieder zurückgekehrt, aber nie darüber ein Buch geschrieben, wo ich so, oh, ist doch nicht so schlimm, tot zu sein, wieder zurück. Und als Jude ist ja so, als Jude hat man ja immer Vorteil, dass man noch zusätzlich super verbunden ist mit Hashem und den Propheten und der Tora und der Tanach und den Talmud. Ich zähle jetzt nicht alles auf und da ist man ein bisschen anders. Okay. Mein echter Vorname, Nachname, Wachinski. Okay, mein echter Vorname wäre es Warum ja Angel, der steht noch in meinem Geburtsurkunde, aber ich sag immer, ich habe ja meinen Vornamen geändert gehabt, damit die Kinder mich nicht töten, weil die haben mich wirklich töten wollen. Und das haben sie auch fast, ist ihnen fast gelungen. Und meine Mutter hat das vergessen. Meine Mutter hat das verdrängt. Das ist, mein Vater hat es auch vergessen. Ich vergesse sowas nie. Die Opfer vergessen nie, ne? Aber ich sehe mich halt nicht als Opfer, auch wenn ich eins war. Die haben mich halt gefesselt. Ihr sagt, ein Judenschweinchen dick und ein KZ-Kind. Und ein Polackenschweinchen dick muss getötet werden für eine bessere Welt. Und sie haben es nicht geschafft. Ja. Und weil ich so fies manchmal lache, haben die Leute es nochmal mit Nachtreten versucht. Und das ist ihnen fast gelungen. Nur fast. Also eigentlich, es war von mir Andrzej, aber den schreiben Andreas. Solltet ihr einen polnischen Namen haben? Oder einen türkischen Ahmed Mehmet? Oder Karl von Gutenberg, also komplizierte Namen, macht es einfach einfach, weil es ist am besten noch so. Ja. Es ist wirklich besser so. Ach, ich wünschte, ich wäre Professor. Okay, was sind wir Geschlecht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich bin. Ich habe manchmal Träume. Nein, ich meine, ich träume schon seit Baby aus, seit ich im Himmelreich war, dass ich beides bin. Weil was träume ich? Ich bin halb Werwolf, halb Vampir, halb Frau, halb Mann. Ja, ich bin sogar divers. Ich bin Multi-Super-Dulti. Aber ich kann nur eins wählen. Ist das nicht diskriminierend? Warum geht es nicht all in one? Also ich bin ein Mann, ja. Das ist nicht. Ich überlege manchmal provozieren. Ich habe meinem Kumpel gesagt, und der so, Andi, don't do it, Alter. Du machst schon wieder alles kaputt. Und ich so, divers, ich mach doch divers, ne? Oh, die Leute, Alter, die können nichts sagen, ne? Der ist scheiß Jude, scheiß Polacke, kann man nicht recht sagen, ne? Und mein Kumpel, der Marokkaner ist Mischling, also er hat gesagt, betet und sagt, bitte sei noch ein Neger, bitte sei noch ein Neger. Jude, Neger, noch alle Nachkommen, ne? Politisch unkorrekt würde ich auch. Ich werde mich sowieso nicht nehmen. Ja. Meine Großmutter, wo die gelebt hat, hat immer gesagt, das Schönste ist diese Political Correctness. Da weißt du immer, wo du dran bist. Ja. Das ist immer schöner, wenn sie dir die Hardcore-Wahrheit sagen. Ist doch viel besser als immer diese Schleim-Schleim. Ja, ja, ich brauche es nicht. Ja. Ich wusste immer, da sind die NSDAP-Bomberjacken-Leute mit einem Hitler mein Kampfbuch. Da darfst du nicht mehr hin. An dieser Ecke musst du einen anderen Weg nehmen. Also musste ich. Ja, das mein. Wie sollte man das als seine Eltern erzählen? Du bist ein Kind, du bist 7, 8 Jahre alt. Dir glaubt sowieso keiner. Wir kennen das. Kindern glaubt man sowieso nie. Die haben nämlich zu viel Fantasie. Die Zeugen waren auch da. Haben ja auch nichts gebracht. Ne? Also, das wird immer so sein. Also ich habe das ja gewusst.
war ja oben, da oben, im Super Edition, im Himmelreich oder die höhere Ebene. Und da ist es halt eben so. Ne? Hab mir nie draus, ich habe irgendwann gesagt, Fisch gibt's auf. Ne? Und mein Bruder hat mir gesagt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre bei dieser einen Szene wie im Film, da hätte ich dir auch nie geglaubt. Mein Bruder hat das erlebt, wie krass ich drauf bin. So, Start ging am Einstimmungstag. Genau, Deutsch, ganz klar, durch die andere Seite der Familie. Ja, so kann man mogeln, durch den einen von der ganz kleinen Familie. So, Straße, eigentlich wollten wir nach Kanada. Aber als mein Vater die Einreisegenehmigung für Kanada bekommen hat, haben ihn die eifersüchtigen Leute, die aus Polen waren, den Einwanderungspass und alles, was dazu kam, geklaut. Und da mag er keine Polaxe. Ne? Aber ich mag alle Menschen. Ne? Ich bin halt super edition nur. Ich bin halt eine Ausnahme. Wo mir auch viele Leute, komischerweise, die Deutschen wollten mich immer umbringen und die Polacken und Kanaken und Neger und Hardcore, ne, Indianer, die haben mich geliebt, bis heute. Ja. Ja. Aber ich bin halt auch anders aufgewachsen. Ne? Das ist halt eben. Man muss wirklich. Wieso Deutschland? Was ist denn das für ein Quatsch? Schaut mal hier. Das ist auch ganz klar, dass in Deutschland ist die Ausbildung. Wohnanschrift. D. Hier, Deutschland. Ach so, das haben die schon ausgefüllt. Muss ich gar nicht hinschreiben. Ach, das ist doch super. Oder? Nee, du musst die. Oder nee, das reicht die aus. Das ist ja cool. Oh Mann, geil. Wisst ihr, wo ich wohne? Ja, ich habe manchmal echt Schiss, manchmal. Ne? Weil manchmal ich bin einmal Feigling auch manchmal. Ne? Weil manchmal lerne ich Leute kennen, die sind ein bisschen crazy. So richtig crazy. Und die wollen mich umbringen. Nur weil ich Jude bin. Ja, ist auch. Oh Gott. No, man. So, Telefon sollte man wissen, aber ich weiß meine Nummer nicht. Ja, muss ich später machen. E-Mail weiß ich. Na, es ist wichtig, dass ihr keine Fantasie-E-Mail nehmt, weil sonst ist vorbei. Ja. Da müsst ihr die Mail von Google-Mail nehmen, nicht die Firmen-E-Mail. Weil wenn die sagen, erst darf eine Firma das Arschloch kennen, was will denn der eigentlich bei uns? Ja. Das würden die natürlich nicht sagen, aber ich wünschte mir, sie würden das so reden. Ne? Ja. Wenn ihr einmal gestorben seid und wieder zurückgekehrt und Anfälle hattet und Visionen und Super Edition, da seid ihr halt einfach locker drauf. Ne? Deutschen haben immer Stock am Arsch. Ich bin das ist der weitere Grund, dass niemals Deutsch werden. Weil sonst habt ihr immer einen Stock am Arsch von hinten nach vorne. Okay, ich besitze am Einstellungsschicht der folgenden Schulabschluss. Das ist halt eben bei mir so, ich verfaul und habe deswegen nur den Quali-14-Abschluss der Haupt- oder Mittelschule. Eigentlich der, sagt man Hauptschule. Ja. Mittlerer Schulabschluss wollte ich gerne machen, aber ja, da bin ich eben noch nicht schlau gewesen, damals das gemacht zu haben. Bei ausländischen Schulabschluss, genau, das braucht ihr nicht, das ist Quatsch. Dann geht's weiter Prüfungstermin, dann habt ihr am 1.7. Das ist ganz wichtig, dann müsst ihr auch da sein. Da könnt ihr euch halt auswählen, wo. Problem ist, den gibt's nicht in Nürnberg. Ist kein Witz. Weil ich habe mich jemand gefragt, ja, warum gibt's den nicht in Nürnberg? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil da die bösen Jungs sind. Nee, Schmarrn, den gibt's schon in Nürnberg. So, bitte Prüfungsort wählen. Das ist natürlich 1.7. Und das gibt es in Ansbach, Nürnberg. Aber Nürnberg müsst ihr suchen, weil der ist sich ziemlich versteckt. Ziemlich weit unten. Und da ist es. Ja. Dann
Behinderung, Angaben nur erforderlich, falls Nachteil, Ausgleich beantragt werden. Ja, das ist ein Nachteilausgleich, Gehbehinderung, Hörbehinderung, Ziehbehinderung und sonstiges. Aber das müsst ihr nachweisen, also wenn ihr das nicht habt. Lernschwäche müsste ich eigentlich nachweisen mit dem Arzt, da müsste ich immer hingehen, aber ich beantrage das nicht, weil ganz ehrlich, macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir können die Sachen nicht alle erklären. Das irgendwie auch, die Leute haben keine Zeit mehr zum Zuhören und so. Aber wenn du 16 Jahre Epilepsie hattest und 99% gesund bist, das heißt es halt einfach, meine Schwäche ist, ich brauche halt länger zum Lernen. That's it. Ja. Aber das hätte man damals so beantragen sollen, aber der Direktor hat gesagt, wenn das passiert, wenn dir so das beantragt wird, dann wird er immer in die Ecke abgestempelt. Ist leider so. Und darum habe ich halt angefangen, viel zu lesen und zu wiederholen. Sonst vergisst man das. Und so klappt das eigentlich so ansatzweise. Und ja, dann ist halt, wie es ist. Ne? Weil sonst wirst du immer diskriminiert. Und diskretiert. Und diffamiert. Ausbildungsrichtung wählen, genau. Verwaltungsfach werden, eine Kombinationsverwaltung, ja, das ist langweilig, nichts. Fachwirt in der Justiz, so, ja, Steuerverwaltung, Verwaltungswirt in der allgemeinen Verwaltung, Arbeitssozialgerichtsbeamter, nee, Forstverwaltung, Hochschulverwaltung, Polizei, nee, staatliche Sozialverwaltung, Staatsfinanzverwaltung, Umwelt. In der Justiz ist es viel lustiger. Ja. Steuerverwaltung, ja, die sind da nicht so lustig. Allgemein in der Verwaltung, die sind auch ganz lustige. Arbeitssozial, ja, da geht es halt um Sozialbereiche. Justiz ist immer cooler. Das Coole daran ist, die Arbeitsorte könnt ihr wählen. Und das ist das Oberlandgericht Bezirk Nürnberg. OLG steht hier Oberlandgericht, ne? Und da habt ihr auch, wenn ihr wählt, aber auch schon verschiedene Sachen. Problem ist immer, wo man lebt und was man halt machen will und wo die was machen können. Ne? Wenn ihr zum Beispiel das wählt, dann habt ihr halt mehr Möglichkeiten. Ne? Wenn ihr das wählt wiederum, wie zum Beispiel in der Verwaltung, dann gibt es halt Mittelfranken und da wisst ihr gar nicht, wo es auch sein wird. Ne? Das ist halt immer. Ja. Beziehungsweise, wenn ich jetzt da wähle, Mittelfranken, seht ihr da, ne, da geht es keine zweite Option. Ne? Wenn ihr andere Sachen wählen wollt, weil ihr wollt das nicht, dann klickt ihr da. Wirklich ganz wichtig, hier das Kreuz drauf noch machen, damit ihr da wieder zurückkehrt. Weil sonst denken die, was denn das war, einer will gleich zwei auswählen. So, dann haben wir gesagt, also wichtig, dass ihr halt euch aussucht, was ihr werden wollt. Ich möchte gerne halt in der Justiz tätig sein, dann klicke ich auf Nürnberg und das bedeutet hier Oberlandgericht Nürnberg, also OLG steht hier Oberlandgericht. Oberlandgericht und G steht für Gericht. Ne? Also. Und dann haben wir das gemacht und dann Hitliste, der gewünschte Ausbildungsanrichtung und das ist halt jetzt drin. Und dann könnt ihr zusätzlich Hinweise zur Ausbildungseinrichtung was reinmachen. Müsst ihr jetzt nichts reinschreiben. Könnt was reinschreiben. So, Regierungsbezirke, dann falls mein oben oder Wünschen nicht entsprochen werden kann, bin ich interessiert an allen Stellungsangeboten von jeder beliebigen Stadt in den bewanderungsfolgenden Reihenfolge pulsieren. Naja, ich finde, wenn Mittelfranken nicht geht, empfehle ich jedem wirklich, wirklich, wirklich Oberbayern. Also ich habe Freelancer gemacht und ich habe in Oberbayern gearbeitet und wirklich, die Bayern, die sind einfach Witzbolde. Und in positiven gemeint. Ne? Und Bayern, die kannst du lachen, kannst dich kaputt lachen, einfach, die sind witzig drauf. Oberpfalz habe ich auch gearbeitet, Niederbayern habe ich auch gearbeitet. In Oberfranken waren sie noch lustiger als in Mittelfranken. Unterfranken, das ist auch eine, weißt du, warum Mittelfranken so ernst alle Leute sind, immer Stock am Arsch. Ne? Aber da könnt ihr das dann wählen. Ich mache das aber trotzdem, ich bin faul, ich krieg's jetzt so mit vom Fahrten her, mag ich nicht. Wobei ich habe gehört, das soll man im Internat sein, aber ich mache jetzt mal die für Mittelfranken. Hey, Mittelfranken, tippt uns nach oben, yeah, komm du Arschloch, mal Platz 1.
Ja, dann können Sie sich ja wählen, in Niederbayern, Mittelfranken und so. Dann, ihr könnt ja auch witzig sein, ihr könnt alles wählen. Dann sagen die, Alter, was ist denn das für ein Arschloch? Die Leute sagen es nicht, aber sie denken sich einen Teil. Ne? Eine Großmutter hat mir gesagt, wenn der Andi Unrecht hätte, was er sagt, dann würde es keine Kriege geben. Und weil er Recht hat, gibt es deswegen Kriege. Ne? Es gibt da Kriege. Ne? Wenn die Menschen, wenn ich Unrecht hätte, dann gäbe es keine Kriege. Ne? Versteht ihr das? Weil etwas zutrifft, was ich sage, weil die Menschen so sind, wie sie sind und Vorurteile auch oft sehr denken, gibt es halt diese Kriege, ne, und Streitigkeiten auf der Welt. Wie haben Sie vom Auswahlverfahren erfahren? Auswahl in meiner Schule, wo es informiert? So, nö, ich habe mich selbst informiert. Ich habe mich selbst schlau gemacht. So, Prüfungssendebericht, genau, dann gibt es also Prüfungs- bzw. Sendebericht. Da könnt ihr also auf Prüfen klicken. Und dann steht hier, es wurden fehlerhafte Eingaben erkannt. Gekennzeichnete Hinweise, welche zu finden Sie. Und natürlich habe ich das jetzt mit Absicht gemacht, damit ihr seht, wie schön das ist. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also ihr klickt auf OK. Und dann sagt er hier, Moment mal, da fehlt die Telefonnummer. Ist ja schön und gut, dass du so verrückt bist. Und uns da ankreuzt, dass du alles auswählst, dass wenn wir das dir nicht geben, du kannst überall sein. Aber da fehlt was. Das ist richtig cool. Ach, verdammt, ich hab's mir anders überlegt. Ich will Mittelfranken. Ich weiß, Mittelfranken, Platz 2, komm, Mittelfranken. Tut mir leid, Niederbayern, tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht. Falls irgendjemand sich das anschaut hier und dann kriegt bestimmt wieder eine Latschen und sagen, du Arschloch, ne, Mittelfranken soll auf Platz 2. So. Ja, eine Telefonnummer. Und die müsst ihr hier eingeben. Ne? So, und die habe ich natürlich nicht im Kopf auswendig. Also gebe ich das so ein. Und da sind wir wieder, meine Lieben, meine Damen und Herren. Meine Damen, meine Herren, meine Werwölfe, Vampire und divers und sonstiges aus anderen Welten, Dimensionen, Wesen, Multiwesen, multidimensionale Wesen mit 100 Geschlechtern und Geschlechter, das nach hinten auch gibt und vorne und Gugi-Geschlechter und so weiter und so fort. So, also das ist jetzt rot markiert, also nicht keine Sorgen machen. Jetzt prüfen wir das mal. Ne? 1, 5, 5. Ja. Und dann klickt ihr wieder auf Prüfen. Ja. Und dann passt alles. Und dann habt ihr hier Senden. Und bei Korrigieren, wenn ihr Korrigieren macht, dann könnt ihr sagen, ich korrigiere etwas, dann geht ihr wieder nach oben. Ne? Und könnt ihr halt gewisse Sachen halt noch korrigieren. Aber ansonsten seid ihr fertig. Und könnt alles nochmal, Achtung, Daten wurden noch nicht ermittelt, ne? Wird euch angezeigt. Und dann könnt ihr das senden. So, also ganz wichtig, wenn ich hier auf Prüfen klicke, dann ist okay. Und dann klicke ich hier auf dieses rote Senden. Ja, nicht anderes machen. Okay? So, senden. Und jetzt ist was richtig Cooles. Und jetzt habt ihr hier. Oh Mensch, guck mal, ne? Jetzt habt ihr hier sozusagen Ausweisverfahren für die Ausbildungsplätze in der öffentlichen Verwaltung der Justiz. Anmeldebestätigungshinweis zum Ablauf nach der Anmeldung. Und das hier solltet ihr euch schon ausdrucken und aufbewahren. Das machen nämlich Fehler nicht. Und fragen Sie, Andi, bitte, wie soll ich die Welt retten? Ich habe meinen Namen nicht ausgedruckt. don't do it. Speichert das nicht. Versucht es nicht. Manche versuchen was zu speichern. Ich habe keine Ahnung, aber warum Leute das machen. Aber don't do it einfach. Ne? Macht einfach, dass ihr wirklich das ausdruckt. Okay? So, ihr habt jetzt Folgendes noch mit, das gehen wir jetzt gleich mal durch. Ne? Erstmal das drucken wir aus, das heißt bitte ausdrucken, wählen. Ich habe natürlich jetzt meinen Drucker nicht, dafür werde ich aber jetzt nicht sterben, sondern ich habe halt den Vorteil, ich kann das alles als PDF speichern, weil ich halt schlau bin. Macht sowas, wenn ihr keinen Drucker habt. Ich bin digitalisiert, ne? Ich habe schon einen Drucker, aber ich habe jetzt ihn halt nicht installiert. Wenn ich meinen Drucker noch einrichten muss. So, aber egal. Als PDF speichern.
Hochformat, genau alles, passt. Dann klickt man ja auf Speichern und sieht das. Ja. Also Ordnung, Justiz, passt, Speichern, wunderbar. Ja. So, okay, das war's auch schon. Wir sind eigentlich fertig. Das heißt, wir sind schon fertig. Ich hab Nase. Und dann können wir das Ganze schließen. Ja, das wurde so gemacht, wir können das ruhig schließen. Und that's the life, ne? Und wir sind durch. Ja, das war's im Endeffekt. Ich werde bestimmt nicht genommen, wenn die das Video sehen. Aber ich kann nicht anders. Ich muss die Pointe noch ein bisschen Zucker dazu geben. Zucker und Sahne und was gibt's noch? Und Pfeffer und Salz, ne? Ja, also Leute, ne? Stay tuned. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.